Willkommen im Richtige Wahl. Heute werden wir uns die besten Waschmaschinen bis 400 Euro ansehen. Die Midea Luna ist eine kompakte Frontlader-Waschmaschine, die für Haushalte mit 3 bis 4 Personen ideal geeignet ist. Mit einem Fassungsvermögen von 7 Kilogramm und 1400 Umdrehungen pro Minute ist sie leistungsstark genug, um auch größere Wäschemengen effizient zu bewältigen. Besonders hervorzuheben sind die Dampffunktion zur Beseitigung von Bakterien und die Schnellwaschprogramme, die in 15 oder 45 Minuten für saubere Kleidung sorgen. Der Inverta Quattro Motor trägt zu einem leisen und energiesparenden Betrieb bei, während das Aquastop-System für zusätzlichen Schutz gegen Wasserschäden sorgt. Ein Nachteil ist, dass die Waschmaschine beim Schleudern mit 72 Dezibel für einige Nutzer etwas laut wirken kann. Einige Nutzer bemängeln außerdem, dass die Programme teilweise recht lange dauern, insbesondere die Standard-Eco-Waschgänge. Insgesamt bietet dieses Modell ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist besonders für Familien geeignet, die auf Energieeffizienz und vielseitige Waschprogramme Wert legen. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Bomann 7174 ist eine preiswerte und solide Waschmaschine für mittlere Haushalte. Mit einem Fassungsvermögen von 7 Kilogramm und einer maximalen Schleuderdrehzahl von 1400 Umdrehungen pro Minute eignet sie sich gut für die tägliche Wäsche. Besonders praktisch sind die 15 verschiedenen Waschprogramme, darunter eine Dampffunktion, die für hygienische Sauberkeit sorgt, indem Bakterien und Gerüche entfernt werden. Das Gerät verfügt über ein LED-Display, eine Restlaufanzeige sowie eine Startzeitvorwahl, sodass du den Waschvorgang flexibel planen kannst. Ein möglicher Nachteil ist die Lautstärke beim Schleudern, die 76 Dezibel erreicht und für einige Benutzer, insbesondere in kleinen Wohnungen, etwas laut sein könnte. Außerdem bietet die Maschine keine speziellen Funktionen, die ihre Vielseitigkeit erhöhen könnten. Insgesamt ist dieses Modell eine gute Wahl für preisbewusste Haushalte, die eine zuverlässige Waschmaschine mit grundlegenden Funktionen und modernen Extras wie einer Dampffunktion suchen. Den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Hoover Harwash 300 Lite ist eine effiziente Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 8 Kilogramm, was sie ideal für mittelgroße Haushalte macht. Die Maschine bietet 16 Programme, einschließlich schneller Waschzyklen, die in nur 14 bis 44 Minuten abgeschlossen sind. Ein weiteres Highlight ist die Startzeitvorwahl, die es erlaubt, den Waschvorgang um bis zu 24 Stunden zu verzögern. Ein Nachteil ist die Einstufung in die Energieeffizienzklasse C, was bedeutet, dass der Stromverbrauch im Vergleich zu effizienteren Modellen etwas höher ist. Zudem ist die Geräuschentwicklung beim Schleudern mit 79 Dezibel relativ laut, was in einem kleinen Wohnumfeld störend wirken könnte. Insgesamt ist dieses Modell eine gute Wahl für Nutzer, die eine solide und funktionale Waschmaschine mit einer breiten Programmvielfalt suchen. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Exquisite WA585214 ist eine leistungsstarke und energieeffiziente Waschmaschine, ideal für Haushalte mit bis zu 4 Personen. Mit einer Kapazität von 8 Kilogramm und einer Schleuderdrehzahl von 1400 Umdrehungen pro Minute sorgt sie dafür, dass auch größere Wäschemengen zügig und gründlich gereinigt werden. Dank der Energieeffizienzklasse A ist sie zudem sparsam im Verbrauch und verbraucht nur 47 Kilowattstunden pro 100 Zyklen, was sich positiv auf die Stromrechnung auswirkt. Besonders praktisch sind die 16 verschiedenen Programme, die eine flexible Nutzung ermöglichen, von der Feinwäsche bis hin zum Eco-Modus und Schnellwaschgängen. Allerdings wird die Schleuderlautstärke von 76 Dezibel von einigen Nutzern als etwas laut empfunden, insbesondere in kleineren Wohnungen. Ein weiteres Manko könnte die begrenzte Anzahl an Zusatzfunktionen wie beispielsweise eine Dampfoption sein, die bei anderen Geräten in dieser Preisklasse manchmal geboten wird. Insgesamt ist dieses Modell eine gute Wahl für preisbewusste Käufer, die eine solide, leistungsstarke Maschine mit modernen Funktionen wie Kindersicherung und Startzeitvorwahl suchen. Den aktuellen Preis und weitere Details findest du bei dem Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Beko 8146-4 ist eine moderne Waschmaschine mit einer Kapazität von 8 Kilogramm, die sich ideal für mittlere Haushalte eignet.
Sie ist mit einem effizienten ProSmart Invertermotor ausgestattet, der leise arbeitet und gleichzeitig den Energieverbrauch niedrig hält. Besonders hervorzuheben ist die Steam Cure Dampffunktion, die 99% der Allergene entfernt, ein Pluspunkt für Allergiker. Die Maschine verfügt zudem über eine spezielle Funktion zur Entfernung von Tierhaaren, was Haustierbesitzern zugutekommt. Mit insgesamt 15 Programmen, darunter das Stain Expert Programm für hartnäckige Flecken, ist sie vielseitig einsetzbar. Ein Nachteil dieses Modells ist, dass die Bluetooth-Verbindung für die Steuerung per App laut einigen Nutzern nicht immer zuverlässig funktioniert. Außerdem empfinden einige Käufer die Maschine trotz ihrer guten Geräuschemissionsklasse als lauter, besonders während des Schleuderns. Insgesamt bietet diese Waschmaschine eine gute Balance zwischen Leistung und Preis. Mit ihrer soliden Ausstattung, den praktischen Zusatzfunktionen und der Energieeffizienzklasse A eignet sie sich besonders für mittlere Haushalte. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Gorenji G400 bietet eine solide Kombination aus Effizienz und Funktionalität. Mit einer Kapazität von 7 kg eignet sie sich gut für Haushalte mit mittlerer Wäschemenge. Ausgestattet mit einem Inverter Powerdrive Motor sorgt sie für einen energieeffizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer. Die SteamTech Dampffunktion hilft, tiefe Sauberkeit und Desinfektion zu erreichen, was besonders für Allergiker von Vorteil ist. Mit 16 Programmen, darunter Optionen wie Eco 40 bis 60 Grad und Baumwolle, bietet das Gerät eine Vielzahl an Einstellungen für unterschiedliche Wäschearten. Die Wave Active Trommel stellt sicher, dass die Textilien schon behandelt werden. Einige Nachteile des Modells sind der etwas höhere Geräuschpegel beim Schleudern und das begrenzte Fassungsvermögen von 7 kg, was für größere Familien möglicherweise zu klein sein könnte. Auch spezielle Einstellungen für Sport- oder Outdoor-Kleidung sind leider nicht vorhanden. Insgesamt bietet dieses Modell ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie kombiniert nützliche Funktionen wie die Dampfreinigung mit einer kompakten Bauweise, die sie auch für kleinere Haushalte ideal macht. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Die Haier-Serie 636 ist eine kompakte, energieeffiziente Waschmaschine, ideal für kleine Haushalte. Mit einer Kapazität von 7 kg und 16 Programmen, darunter eine spezielle Dampffunktion, bietet sie ausreichend Flexibilität für verschiedene Wäschearten. Besonders hilfreich ist die ABT-Technologie, die für eine antibakterielle Reinigung der Trommel sorgt. Der Invertermotor sorgt zudem für einen ruhigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Geräts. Die Maschine verfügt außerdem über eine Schnellwaschfunktion sowie die Möglichkeit, den Start der Wäsche zu verzögern. Ein Nachteil der Maschine ist, dass sie während des Schleudervorgangs etwas lauter wird, wobei der Geräuschpegel bei etwa 74 Dezibel liegt. Für kleinere Wohnungen oder empfindliche Nutzer könnte dies störend sein. Zudem fehlt eine smarte App-Anbindung, die bei vielen modernen Modellen Standard ist, was die Steuerung und Anpassung der Programme etwas weniger flexibel macht. Insgesamt bietet dieses Modell eine solide Leistung bei hoher Energieeffizienz und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Details zum Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!